Guten Morgen. Leib haben wir schon vor, im Namen Jesu, komm ich nicht dir, ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir für deine Güte, für deine Liebe, Herr. Und ich bete auch, dass du an diesem Tag zu uns redest. Macht wieder dein Wort verstanden. Ein ganz klar, du noch leben, im Namen Jesu. Amen. 6. Jesaja 53 von Vers 4. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten tragen müssen. Das Rede von Jesus, die Prophezeiung von Jesus, jetzt wieder. Wenn Jesus die Sache auf sich genommen hat, dann ich habe wieder bei uns bei ihm aufgeben. Krankheit, Schwachheit, Sünden. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Also dort leidet der Jude. Dort Gott im Strufe, da er wenn, starb diese Tschammelisch im Tritz. Wir glaubten, dass Gott ihn schuldig und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Also ich glaube, das macht wie ganz klar verstanden, jeder Einzelne von uns. Dort wird Jesus da um Tritt schrieb, dort wie für die und für mich. Also denk mal einen Moment, dass Jesus dort für die und er vernimmt dort an. Und so wenn wir dort nicht verstanden, nicht annehmen, in Jesus an sie Sünde geben, am um Vergebung fragen. Und sage, Jesus, ich leib, dass du in mir steht, am Tritt zu sterben bist. Wo wird das ewige Leben nicht sein? Keiner kann sehr schätzen, dass wir das erreichen. Wie machte das Leben an sie Sünde, aber am aufgeben. Er wurde für uns bestraft und wir haben dann Frieden mit Gott. Also dem Frieden mit Gott schrieb ich dann, wann wir dort da alle bei Gott aufgeben. Und wie die Sünde da aufgeben. Und sie verzeihen da aufgeben, aus Sünde bekannt. Also wer seine Sünde bekannt und lad, der wird genut finden, sagt die Bibel. Also wie macht unsere Sünde einmal bekannt und abhören, die zu dünnen. Dann wird wir genut finden. Und sagt die Bibel wieder, durch seine Wunden sind wir geheilt. Also Jesus hat nicht bloß gekauft, dass wir von der Sünde frei waren können, sondern Jesus hat auch betont, dass wir von Krankheiten geheilt waren können. Also mit unserer Krankheit können wir auch nicht Jesus gehen und dann beten, dass er uns die Heilung gibt, was er da am Kreuz betont hat. Das ist klar, ich schreibe. Wunderbar. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Sünden auf sich. After the alle abgelud ab sich, all da an sie versahe, all an sie Sünde, der um Tritt sie droch. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führte. Also, da wenn was Jesus mit dem Schub vielleicht. Der Schub prallt nicht. Jesus, wie still. Und das Weg, was im Alten Testament kreit, der Schub aus Opferlamm gebracht. Und so wie Jesus das Opferlamm für unsere Sünde. Er wird für uns geschlacht. Und er prallt nicht. Er wehrt sich nicht. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchlos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes. Also wenn ich mal schaue,
All dort, was hier schreibt, steht in Jesaja, ein paar hundert Jahre vorher, oder mehrere hundert Jahre vorher, Jesus überhaupt abgeirrt hat, als dort hier ausführlich geschrieben wurde, was er sagen würde, sogar was die Menschen denken würden. Ich würde glauben, dass Gott ihm gestraft hat. Er würde einen rechten Mann in den Graf kommen. Also wie seine Welt ganz genau Gott alles verrückt hat. Du kannst dir sagen, weil ganz genau Gott alles schwendet hat. Du kannst dir sagen, dass man auf Gott sich verloten kann. Wenn es der Held sein würde, dann wäre viel hundert Jahre da vorbeigehen. Und so soll auch du nicht wörtlich auf Gott sein würde, tschetje in die Leibe. Obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch er war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden, während er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat. Wird er Nachkommen haben, er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Denn der Mensch glaubt, Gott hat ihn gestraft, Gott hat ihn verloren, Gott hat ihn ausgelöscht. Wenn wörtlich steht, trug Jesus dort alles für uns. Und dort wie von der Sünde frei werden können. Von der ewigen Verlorenheit frei werden können. Und Jesus ist eine einzige Chance. Wenn wir nicht klar Jesus in unserem Leben abnehmen, dann sind wir verloren. Herr, ich danke dir für das Wort. Und ich bete, dass das Wort uns zum Notendchen bringt. Und dass jeder, was das Wort hört, dass ihnen jetzt die Überzeugung kriegt, und dort alle geraten worden, dort bitte ich im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.